Laut historischen Aufzeichnungen wurde die neue kleine Kirche an die Madonna der Flüsse gewidmet. Sie wurde gebaut, um den denkwürdigen Sieg einer Schlacht des Jahres 1547 der salentinischen Bürger gegen die türkischen Invasoren zu feiern. Das byzantinische Gotteshaus war völlig in Fels gehauen und 1611 wurde ein anderes Gebäude auf seinen Ruinen gebaut, das der Erzpriester Don Pompeo de Benedictis sich wünschte. Laut historischen Aufzeichnungen wurde die neue kleine Kirche an die Madonna der Flüsse gewidmet. Sie wurde gebaut, um den denkwürdigen Sieg einer Schlacht des Jahres 1547 der salentinischen Bürger gegen die türkischen Invasoren zu feiern. 1711 wurde sie renoviert und erweitert. Ein wunderschönes halbkugelförmiges Gewölbe wurde gefertigt. Sie wurde mit großen Leinwänden verziert, die das gesamte Kirchenschiff ausschmücken.